So, wir sind 50.000 im Minus etwa. Unsere Leute verbessern das Spiel, sie verbessern den Sound. Die Grafikabteilung war fast leichter Overkill. Und wir müssen jetzt warten, dass unser Spiel, das waren Lizenzgebühren für eine Engine, BMP Brothers, die sind doch günstig. Nee. Das wäre was. Das wäre was. Okay. Ja, darauf habe ich gewartet. Eins deiner Spiele hat unzählige Bugs. Dir steht jetzt die Qualitätssicherung zur Verfügung. Dort kannst du effektiv gegen Bugs vorgehen. So, direkt mehrere Sachen, die ich machen will. Erstmal investiere ich ganz viel Geld in die BMP Brothers, um Geld zu machen. Für während der Entwicklung. Wir brauchen ein bisschen. Und dann öffne ich den Raum der Qualitätssicherung. Ihr seht nämlich hier, dieser Käfer, das ist die Anzahl an Bugs. Unser Spiel hat aktuell 50 Bugs. Aber wir können jetzt eine Qualitätssicherung öffnen. Und eine der tollen Sachen, die die Qualitätssicherung machen kann, ist diese Bugs während der Entwicklung zu beseitigen. Außerdem haben wir noch neue Sachen zu erforschen. Performance, Steuerung, User Interface. Alles Sachen, die man in der Qualitätssicherung verbessern kann. Und zwei dieser Sachen zumindest werde ich auch erforschen. Sonstiges erforschen, Steuerung. Bevor ich dann mein Forschungsteam in die Qualitätssicherung setze. Denn wenn das Forschungsteam aktuell irgendwas erforscht, bringt mir das nicht so viel. Aber wenn das Forschungsteam das Spiel verbessert, dann ist das natürlich super. So, das Forschungsteam besteht ja nur aus 3 Leuten, habe ich ja fast vergessen. Ich will diesen Schreibtisch umplatzieren. So, unser Geld von den BMP Brothers sollten wir möglicherweise langsam rausnehmen. Wir verbessern Gameplay, Steuerung und so. Ich habe versehentlich wieder einen Schreibtisch genommen. Wir sollten einen Teil des Kredits zurückzahlen, sonst wären die monatlichen Kosten absurd. Viel mehr als es sein müssten. 5, noch was. Ist das jetzt... Wird das noch mehr? 5,61. Unsere Mitarbeiter sind unzufrieden, aber aktuell habe ich andere Sorgen. Sie haben noch ein Spiel veröffentlicht. Das ist ganz gut. Wir lassen das Geld erstmal in ihnen drin. Komische Formulierung. So, unser Soundtyp hat jetzt leider tatsächlich gar nichts mehr zu verbessern. Wir gucken mal nach Personal, aber es ist niemand dazugekommen. Eine Sache, die uns vorher gefehlt hat, war wie gesagt eine Marketingabteilung. Und da ich das Geld gerade... Hab mich gehört, das Klo war doch nicht optimal. Doch. Fragt mich nicht, warum das geht, aber ich wusste, dass das geht. Um ehrlich zu sein, wusste ich es nicht. Also Leute, wir haben gerade einen Bug entdeckt. Das ist cool, weil dieser Bug mir gerade den Arsch rettet. Wie gesagt, normalerweise mache ich ohne Bug-Using, aber wenn ich versehentlich einen Bug entdecke, dann kann ich doch nichts dafür. So, hier bauen wir einen Schreibtisch rein. Das ist unsere Marketingabteilung. Ah, der Raum hat jetzt natürlich auch 2 Türen. Also das ist ein Nachteil. Wusste nur gar nicht, dass Räume überhaupt mehrere Türen haben können. Ihr seht ja auch hieran, dass das offenbar nicht so gedacht ist. Naja, auf jeden Fall stellen wir jemanden ein, der sich ums Marketing kümmert. Das muss jemand sein, der in Büroarbeit gut ist. Muss das mit dem Sessel sein? Vor allem, du bist nicht wirklich besser als die Leute, die wir haben. Nur leider... Komm, wir holen einfach den Soundtypen. Unser Komponist soll sich ums Marketing kümmern. Und damit wir nicht unser ganzes Geld dabei verbrennen, beschränken wir uns am Anfang auf Plakate. Die sind 30.000. Kosten die? So eine Aktion? Das Spiel möchte ich nicht veröffentlichen. Diese Aktion kostet, wie gesagt, 30.000 Dollar, immer wenn sie durchtickt, und erhöht dann ein wenig den Hype um unser Spiel. Aktuell ist der Hype auf 0. Ich möchte mal kurz das Personal hier
Wer ist denn der beste Game Design Mensch, der hier drin sitzt? Er hier. Wir setzen ihn mal kurz zu denen dort. Und das rechtliche Personal kann aktuell leider nichts machen wirklich, weil... Naja, aus offensichtlichen Gründen. Wobei, wir könnten auch noch den besten Grafiker nehmen. Wer ist der beste Grafiker, der gerade hier sitzt? Heini Schuschard. Okay, den setzen wir mal ins Grafikstudio dazu, denn die sind immer noch nicht fertig mit dem, was sie machen sollen. Wir haben jetzt das Spiel auf Lager, wir könnten es theoretisch raushauen, aber ich glaube, es ist besser, wenn wir noch ein bisschen dran arbeiten. Denn ansonsten hat es sich im schlimmsten Fall gar nicht gelohnt. Zumindest kriegen wir das Geld, das es gekostet hat, da nicht mehr rein. So, Entwickler. Okay. Ich habe einen Fehler gemacht. Ich habe bei den BMP Brothers mit der Aktie ein bisschen zu lang gewartet. Ja. Und die Aktie war jetzt weniger wert, als sie es war, als wir sie gekauft haben. Im echten Leben würde man sie dann natürlich nicht wieder verkaufen. Nur hier dauert das dann zu lang und die Zinsen zerfressen mich. Wir sind bereit. Wir veröffentlichen das Spiel. You are legendary, ja, ohne Bugs, mit ganz akzeptablen Features für das Jahr und wir veröffentlichen es selbst, wir produzieren es selbst in 10 Wochen. Wir bleiben mal bei den 19 Dollar und legen eine farbige Anleitung und ein Poster dabei, sodass wir 14 Dollar pro verkaufte Einheit haben. 76%, das ist jetzt nicht so gut, aber auch nicht so schlecht. Wir könnten die Entwicklungskosten wieder reinbekommen. Wir brauchen dafür erstmal ein bisschen Geld. Wobei wir brauchen das Geld nicht. Wir produzieren unser Spiel. Und wir zielen mal direkt auf 50.000 Einheiten ab. 10 Wochen reichen dafür natürlich nicht bei dieser Kackmaschine. Aber es ist auch nicht alles optimal gelaufen. Weit gefehlt. Auftragsarbeiten könntet ihr mal machen, dann wäre ich vielleicht nicht mehr im Minus. Und ihr erstellt mir jetzt einen Spielbericht über dieses Spiel. Und aus den Spielberichten kann man dann auch lernen, wie man seine Spiele noch verbessern kann. Mit den Slidern und so weiter und so fort. So, entwickelt einen Prototypen. Wir lassen die Zeit mal schneller vergehen. Ihr seht, das Geld tickt uns oben weg. Das liegt daran, dass wir das Spiel gerade produzieren. Und auch weiterhin vermarkten. Das wird allerdings der letzte Marketingstoß. Sind dann 10 Herzen, 10 Hype. Das ist okay. Es hätte aber besser laufen können. Okay. Habe ich mir doch gedacht. Wir haben 10.000 offene Bestellungen. Unsere Maschine kommt nicht hinterher. Wir verkaufen also einfach mal unsere Maschine. Und kaufen uns die beste, die es gibt. Denn dass wir unser Spiel nicht oft genug produzieren können und deshalb Verlust machen, ist ein bisschen peinlich. So, diese Maschine produziert jetzt viel, viel schneller Spiele und wir machen weitere 50.000. Immer noch offene Bestellungen? Nein, jetzt nicht. Okay, es reicht zumindest schon mal, um den Kredit zurückzuzahlen. Und unser Spiel hat mittlerweile schon... Ich muss noch ein paar Einheiten produzieren. Unser Spiel hat mittlerweile schon sich fast 100.000 Mal verkauft und uns 600.000 Dollar eingebracht. Ich habe euch nicht zu viel versprochen. Es lohnt sich auf jeden Fall, ab diesem Zeitpunkt eigene Spiele zu entwickeln. Leider war das jetzt, wie gesagt, nicht so optimal, aber naja. So ist das halt in Let's Plays. Da achtet man auf irgendwelche Details nicht und verliert mal eben ein paar hunderttausend Dollar. So fühlt sich das dann an. Ja, zum Beispiel, wir könnten uns mal einen kleinen Messestand auf der Gamescom nehmen und kriegen dadurch ein paar Fans dazu. 2000, um genau zu sein. So, unser Lager ist voll. Wir können gerade gar nicht mehr Spiele erstellen. So, theoretisch könnten wir direkte Nachfolger raushauen, aber ich will das tun mit einer Engine, die auf dem neuesten Stand ist.
Und der Nachfolger wird dann auch sicherlich um einiges besser. So, eigentlich müssen wir nicht mehr nachproduzieren. Tun wir auch nicht mehr, das ist super. Ihr macht eure Auftragsarbeiten und haltet meine Engine up to date. Da ist schon wieder eine Auftragsarbeit reingekommen. 1,9 Millionen. Das Spiel ist vom Markt und hat uns 1,9 Millionen Dollar eingebracht. Und wir haben uns während der Entwicklung des Spiels enorm verbessert. Das ist eigentlich der größte Gewinn für uns. So, mehr Spieler. Ich sollte mal wieder die Features vorlesen. Wir haben jetzt mehr Spieler per Splitscreen. Durch einen geteilten Bildschirm wird eine Möglichkeit geboten, dass zwei Spieler gleichzeitig spielen können. Das ist cool. Und wir haben Parallax Scrolling. Sehenswertes und weiches Scrolling mit mehreren Ebenen hintereinander. Und der Parallax-Effekt dabei ist im Prinzip, dass die Ebene, die weiter weg ist, langsamer nach hinten gescrollt wird, als Ebenen, die näher dran sind. Und dadurch entsteht so ein 3D-Effekt. Das ist ganz witzig zu programmieren, auch ziemlich einfach. Und dafür, dass es so einfach ist, hat es erstaunlich lang gebraucht, bis mal jemand auf die Idee kam. Romedy. Ihr habt gerade ein Spiel veröffentlicht. Na, ich will eigentlich gerade keine Aktien. Aber ich habe sehr viel Geld, das einfach da liegt und nichts tut. Naughty Chicken. Eine Anspielung auf Naughty Dog, den Uncharted und Jack and Dexter Entwickler. Ja, ich denke, wir nehmen einen Kredit auf und kaufen uns deren Aktien, während im Hintergrund fleißig an der Engine weiterentwickelt wird. Entwicklerlines, Naughty Chicken. Zack. 3,82. So, und wenn, wir haben jetzt 100%, wenn die das nächste Mal ein Spiel veröffentlichen wollen, dann werden wir darüber informiert und auf diese Weise werden wir es auch nicht verpassen, wenn die Aktien im Wert sinken. So wie wir es zur Erinnerung schon mal gemacht haben. Alles klar, jetzt brauche ich das Geld aber schon wieder, weil ich sonst nicht genug Geld für die neueste Forschung habe. Zumindest einen Teil des Geldes brauche ich. Es ist mehr geworden, wie man sieht. Es ist sehr schnell mehr geworden. Wir erforschen Sonstiges. Grafiktyp kann ich übrigens mittlerweile wieder zurückholen. Der war ja eigentlich ein Programmierer. Da sollst du hin. Du hilfst jetzt dabei, dass wir die Engine up-to-date halten. Bessere Grafik. Loxa Games hat das Spiel Raven Scheme veröffentlicht. So, wir haben jetzt A erforscht. Wir können jetzt A-Spiele machen. Und die sind um einiges besser, können um einiges mehr Features beinhalten und werden auch häufiger verkauft. Realistische Soundeffekte erforschen wir noch. Und da wir das nächste Mal mehr Zeit in unserem Game Design Büro haben werden als letztes Mal, können wir auch noch das User Interface als Feature erforschen und schauen mal kurz bei den Publishing Verträgen, aber nein, die sind alle scheiße. Damit habe ich in diesem Run wirklich nicht so viel Glück. Ich würde das nächste Spiel gern 1986 veröffentlichen. Dafür bist du aber ein bisschen spät, haha. So, neues Spiel. Warum nicht? Wir entwickeln es. Es wird ein größeres Spiel, kostet demnach auch mehr. Wobei, bevor ich das entwickle, mache ich eine kurze Pause. Und wir sehen uns in der nächsten Folge, in der es dann ein neues Spiel gibt. Übrigens, ganz vergessen, erforscht mal schnell noch das Level. Und wir ziehen unser Geld zurück. Und verkaufen den Kredit. Beziehungsweise geben den Kredit zurück. 2 Millionen. Super. Nächstes Spiel wird dann um einiges cooler. Bis dahin, ciao.